In diesem Teil des großen Knetenvergleichs schauen wir uns eines der wichtigsten Themen an, nämlich ob diese verschiedenen Kneten auch tatsächlich Dankkratzer erzeugen, wenn kein Schmutz auf der Haube ist. Dafür haben wir diese Haube vorbereitet und nach dem Intro geht's los. Im vorherigen Video haben wir uns angeschaut, wie gut diese Kneten eine Schrotthaube reinigen, das heißt von Flugrostpartikeln, von Baumharz und so weiter befreien. Die entscheidende Frage ist jetzt aber, welche dieser Kneten erzeugt auch Dankkratzer, wenn gar kein Schmutz auf dieser Haube drauf ist? Das heißt, welche dieser Kneten erzeugt von sich aus schon Kratzer, weil sie entsprechend abrasiv ist? Dafür haben wir diese Testhaube vorbereitet. Sebastian blendet euch jetzt ein paar Bilder ein. Die habe ich entsprechend schon mal geknetet. Ich habe sie dann geschliffen. Das ging mit Abralonscheiben und auf einer Exzentermaschine sehr gut. Dann habe ich sie nochmal poliert in zwei Stufen und sie ist jetzt zwar nicht 100% defektfrei, sie ist jetzt aber so vorbereitet, dass wir auf dieser Haube untersuchen können, welche dieser Kneten denn eben auch dann Kratzer erzeugt, wenn man sie einfach so verwendet. Das Testfeld habe ich so aufgeteilt, dass die jeweilig ähnlichen Kneten oder die Kneten des gleichen Herstellers direkt übereinander oder nebeneinander liegen. Hier ist es zum Beispiel Valet Pro, da ist es Chemical Guys. Und ich habe tendenziell die harten, die abrasiven oder die Heavy oder Coarse Kneten unten angeordnet. Das heißt, dass wir hier eigentlich von feinen Kneten über Medium, mittlere Kneten bis hin zu den harten Kneten rund dann hoffentlich einheitliches Bild erzeugen können. Soweit zur Vorbereitung dieses Tests und dann schauen wir uns jetzt an, was die Testergebnisse sind. Kommen wir nun also zu den Resultaten von diesem Vergleichstest. Sebastian wird euch ein paar Bilder einblenden im Zeitraffer, wie dieser Test vonstatten gegangen ist. Der war dann doch relativ zeitaufwendig, darum ist es jetzt auch mittlerweile dunkel geworden. Kurz gesagt und zusammengefasst, jede einzelne von den harten oder von den groben oder im Englischen von den Coarse oder Heavy Clay Bars hat Kratzer erzeugt. Es gibt da jedoch Abstufungen. Sehr, sehr, sehr viele Kratzer und ihr seht das auch jetzt in den Vorher- und Nachher-Bildern sehr, sehr, sehr schön. Sehr viele Kratzer und sehr starke Kratzer haben alle drei Kneten erzeugt, die in diesen großen roten Boxen daherkommen. Das heißt, sowohl die von Petzolds als auch die von Koch Chemie als auch die von Sonax haben ein sehr deutlich sichtbares Kratzerbild erzeugt. Das ist auch genau das, wovon man im Englischen spricht, wenn man es Marring nennt. Auch die Heavy-Knete oder Bill Tamber nennt sie halt Regular, hat ein relativ starkes Kratzerbild erzeugt. Das sieht man im Vorher-Nachher-Bild auch sehr, sehr, sehr schön. Ein bisschen weniger Kratzer, aber dennoch deutlich sichtbare, haben auch die harte von Gion, die harte von den Chemical Guys und auch die von Valet Pro erzeugt. Die von Valet Pro jedoch aus meiner Sicht am wenigsten oder am wenigsten sichtbar. Das heißt, auch wenn das eine harte oder Heavy Kleber ist, wie es Valet Pro nennt, hat es jetzt in diesem Vergleich eigentlich am wenigsten Kratzer erzeugt. Das war aber eigentlich vorhersehbar, weil diese Kneten ja von den Herstellern auch explizit als harte oder Heavy Klebers benannt sind und deswegen konnte man davon eigentlich ausgehen, dass diese auch Kratzer erzeugen. Spannender für mich war eigentlich, dass es auch unter den mittleren Kneten solche gab, die ein deutliches Kratzerbild erzeugt haben. Und da möchte ich besonders hervorheben, dass jede einzelne von den Gion-Kneten, die ich jetzt im Vergleich hatte, das heißt sowohl die, die Heavy als auch die neue, die als fein betitelt ist und auch die alte grüne in dem Sinn Kratzer erzeugt haben und auch deutlich sichtbare Kratzer erzeugt haben. Ich glaube, andere YouTuber haben das auch schon in ihren Tests gezeigt. Das war also in dem Sinn kein neues oder kein bahnbrechendes Resultat, das jetzt dieser Test hervorgebracht hat. Aber ich glaube, es ist doch wichtig zu wissen, dass jetzt diese drei Kneten, auch wenn sie dann relativ gut reinigen, doch dazu in der Lage sind, auf eurem Lack Kratzer zu hinterlassen, auch wenn ihr eine dezidierte Clay Loop verwendet. Ich glaube, das ist ein Resultat, das ist relativ wichtig zu wissen, wenn ihr euch mit einem von diesen Kneten beschäftigt. Und ist auch ein Resultat, wo ich mich frage, wo der Fortschritt liegt jetzt von dieser grünen Knete, die Gion vorher im Programm hatte, zu den zwei neuen, weil meine Hoffnung oder meine Erwartung wäre gewesen, dass wenn diese alte Knete Kratzer erzeugt hat, dass das jetzt neu nur noch die Heavy macht und die feine dann nicht mehr. Jetzt in diesem Test zumindest war es aber so, dass alle die Kratzer erzeugt haben.
und vielleicht auch ein wichtiges Resultat dann für euch. Auch die Medium von den Chemical Guys, das ist die graue, die Medium von Bill Temba und die blaue Sonax haben jetzt auf dieser Haube Kratzer erzeugt. Außer derjenigen von Gion, der weißen, die wir gesagt haben, hat keine von den feinen Kneten irgendwelche nennbaren Kratzer erzeugt. Wenn ich einen vereinzelten Kratzer unter dem Mikroskop gesehen habe, dann war das für mich noch kein Indiz dafür, dass eine von diesen Kneten zur Kratzererzeugung neigt, weil das kann passieren. Ich bin hier in meinem Wohnzimmer, es kann sein, dass hier mal ein Krümel oder ein Staubkorn draufgekommen ist während des Knetens. Und ich habe es dann für mich als eine kratzererzeugende Knete beurteilt, wenn es ein deutliches, wiederkehrendes und flächendeckendes Kratzerbild gegeben hat unter dem Mikroskop oder auch unter der Lampe, wie man es gesehen hat. Beachtet das, wenn ihr dann nachher jetzt gleich diese Bilder seht. Und dann würde ich vorschlagen, lasst doch jetzt diese Bilder, diese beeindruckenden Bilder unter dem Mikroskop kurz auf euch wirken. Hier seht ihr jetzt also die Fläche von der Dodojo Supernatural Fine vor dem Kneten und hier nachher. Ihr seht, es gibt vereinzelte Kratzer, ganz, ganz, ganz feine. Das war aber jetzt für mich noch kein Indiz dafür, dass die Knete Kratzer erzeugt hat. Danach seht ihr die Dodojo Supernatural Medium. Auch hier wieder das Bild, wie der Lack vorher aussah. Beachtet, dass es hier vorher schon ein paar Kratzer gab, ein paar feine. Und ihr seht jetzt hier auch im Bild danach, es sind zwar vielleicht ein, zwei kleine Kratzer mehr entstanden, aber auch hier habe ich das nicht so beurteilt, dass diese Knete flächendeckend Kratzer erzeugt. Im nächsten Bild sehen wir die Velet Pro Feinkleber, die Fläche, wie sie vorher aussah und dann wie sie danach aussah. Und hier muss ich sagen, sehe ich jetzt keinen einzigen feinen Kratzer, der durch diese Knete erzeugt worden wäre. Danach folgt die Velet Pro Medium. Auch hier wieder zuerst die Fläche, bevor wir beknetet haben, und dann die Fläche, wie sie danach aussah. Hier sind vielleicht ein paar ganz vereinzelte, ganz feine Kratzer entstanden, aber auch hier wieder, das war jetzt für mich kein Indiz, dass diese Knete Kratzer erzeugt, weil sie nicht flächendeckend das gemacht hat. Als nächstes sehen wir die Fläche der Velet Pro Heavy, das ist die blaue. Auch hier wieder vorm Kneten und dann danach, beachtet jetzt hier, seht ihr so vereinzelte weiße Flecken. Die weißen Flecken liegen daran, dass ich die Claylob nicht ganz sauber und fein abgewischt habe. Das hat aber dazu geführt, dass man hier die Kratzer, die entstanden sind, ein bisschen besser und deutlicher sieht. Achtet mal bei diesen Bildern jetzt drauf, wie viele Kratzer entstanden sind und vergleicht das nachher dann mit den anderen Heavy oder Coarse oder scharfen Kneten, die wir uns noch anschauen, weil ich der Meinung bin, dass die Velet Pro hier ein bisschen besser abgeschnitten hat. Als nächstes sehen wir die Fläche von der Dodojo Basic of Bling Serie. Das ist die gelbe, auch wieder hier vorher und dann anschließend die Fläche danach. Auch diese Knete hat jetzt aus meiner Sicht nicht wirklich irgendwelche sichtbaren Kratzer erzeugt. Als nächstes dann die Fläche der Chemical Guys Clay Bar Light, das ist die blaue. Auch hier wieder vorher und dann nachher. Und auch hier sehen wir, dass die Knete aus meiner Sicht jetzt nicht wirklich irgendwelche nennbaren Kratzer erzeugt hat. Danach kommen wir zur Chemical Guys Original Clay Bar, das ist die gelbe. Die ist als Medium Fein gekennzeichnet vorher und nachher. Und auch hier sehen wir, wenn überhaupt, dann sind ganz, ganz vereinzelte, ganz feine Kratzer entstanden. Auch hier sprechen wir aber aus meiner Sicht nicht von einer flächendeckenden Kratzerbildung. Dann kommen wir zur grauen Clay Bar von Chemical Guys, das ist die Medium. Und hier dann die Fläche vorher und dann jetzt nachher. Die graue hat aus meiner Sicht ein paar doch sehr deutlich sichtbare Kratzer erzeugt. Und vor allem war das dann auch flächendeckend eigentlich auf der ganzen Fläche zu sehen, sodass man jetzt hier aus meiner Sicht von einer Knete sprechen kann, die dann tendenziell dazu neigt, Kratzer zu erzeugen. Dann kommen wir zur schwarzen von Chemical Guys, die Heavy Clay Bar. Und die, wie ihr jetzt auf den Bildern seht, hat dann doch ein recht deutliches Kratzerbild erzeugt. Sodass ich jetzt hier von einer Knete sprechen würde, die dann doch deutlich zu Kratzererzeugung neigt.
Als nächstes schauen wir uns die Liquid Elements Knete an, die als mittlere gekennzeichnet ist. Hier das Vorher und dann danach das Nachherbild. Hier sieht man jetzt, dass ein paar ganz vereinzelte, ganz feine Kratzer entstanden sind, aber auch hier, denke ich, können wir nicht von einer flächendeckenden Kratzererzeugung sprechen, sodass ich jetzt auch diese Knete in dem Sinn als safe beurteilen würde, dass sie nicht unbedingt zur Kratzererzeugung neigt. Dann kommen wir zur Nanolex-Knete, bei der nicht ganz klar ist, was es feine ist, das heißt fein, medium oder heavy. Hier das Vorherbild und dann anschließend das Nachherbild und hier muss ich jetzt sagen, da fällt es mir schwer, irgendeine Art von Kratzererzeugung zu sehen, sodass ich jetzt hier von einer sicheren Knete sprechen würde.